Wir haben uns ja in den letzten Tagen öfters über Realitätserzeugung unterhalten. Das hängt ja auch irgendwie mit dem Weltfrieden zusammen, weil das quasi unser Ziel ist. Also wie gesagt, für mich ist das kein Ziel mehr. Ich lebe da drin. Ich lebe im Frieden, auch wenn das für andere Leute noch überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Aber ich bin im Frieden mit allem. Ich habe mit nichts mehr ein Problem. Ja. So, und das ist nicht wegen Ignoranz. Ich ignoriere nicht in dem Sinn die Missstände in dieser Welt, indem ich sage, ach, die gibt es gar nicht, die sind gar nicht da, weil ne, ich weiß ja, in den Köpfen anderer Leute sind die mehr als da. Ne, das wäre also Blödsinn, einfach zu ignorieren, dass andere Leute diese Schwierigkeiten haben. Aber dann ist es halt eben umso sinniger, mit voller Überzeugung halt eben vorzuleben, damit sie sehen können, was für andere Möglichkeiten es gibt. Und wenn wir das tun, haben die überhaupt erstmalig die Denkanstöße, weil aus den Mainstream-Medien kriegen wir diese eben explizit nicht zu friedlichem Verhalten, ja, sondern immer nur zu Gehorsam und möglichst vorgelebtes Miteinander. Ne? Es gibt Daily Soaps, in denen es darum geht, zu zeigen, wie man aus einer Mücke den Elefanten und eine Streitigkeit, die eigentlich überhaupt gar keine werden müsste, über 3 Monate hinweg auszutragen oder noch länger. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, eben bei den Schreibern von Drehbüchern, von Daily Soaps, geht es irgendwie darum, sich zu toppen, wie lange man aus einer Lappalie möglichst lange Streit ziehen kann oder irgendeine Sache rausziehen kann. Keine Ahnung, ich habe sowas ja immer nur sporadisch mal mitbekommen, wenn irgendjemand anders geguckt hat. Und ich mir dann immer dachte, wie gibt es noch nicht? Ich habe da doch vor 3 Monaten das letzte Mal reingeguckt und da hatten die das Problem auch schon. Ist das eine Wiederholung? Und dann hieß es dann, nee, die haben das schon seit 3 Monaten, nicht so, oder 5 schon. Weil ich es auch nicht von Anfang an mitbekommen. Also das ist halt eben was, wo wir uns eben von unserem Willen einfach ruhig mal trennen können. Es geht nicht mehr darum, was zu wollen, was erreichen zu wollen, sondern es zu erreichen, es zu tun. Dinge zu tun, sie zu haben und sie dann anderen zur Verfügung stellen zu können. Wenn du mich nach meinen Intentionen für dieses Jahr fragst, sag ich mache genau das Gleiche, was ich die letzten Jahre auch schon gemacht habe. Ich nehme, was ich kriegen kann und gebe weiter, was ich geben kann. Ob das jetzt Materielles ist oder ob das Geistiges ist oder wie auch immer. Ne, aber ich bin da, wo ich hin wollte. Für mich ist der Weg selbst so schön geworden, dass ich von dem Weg gar nicht mehr runter will und es deswegen der Weg zum Ziel geworden ist. Man lernt halt auf diesem, da, wenn du es so halt siehst, also du bist immer da, wo der Weg zum Ziel wird, wenn du genießt. Wenn du genießen kannst, ist der Weg zum Ziel geworden. Dann bist du gerade da, wo du eigentlich immer hin wolltest, nämlich zu was Genießbarem. Da zieht es uns ja immer hin. Wir haben immer Absichten, weil wir ständig im Negativen hängen. Wenn wir im Frieden leben würden, wäre ja alles permanent gut. Wir wären ja wunschlos glücklich. Was wir halt eben in der Trennung, im Krieg, auf der dunklen Seite des Lebens halt eben nicht haben. Und deswegen kommen die ganze Zeit Absichten auf. Irgendwas zu machen, blablabla, was du halt, wenn du im Urlaub bist, wenn du im Urlaub bist, hast keine Absicht. Ne? Du träumst in den Tag rein und genießt und findest alles prima, ne? Und lässt dich auch nicht stressen, hast auch keine Lust, dir das von irgendjemandem kaputt machen zu lassen und so. Das kann man jeden Tag so machen. Mit allem.